mal da. Ja, da machen wir mal eine richtige Schießscharte. Dass wir da, zack, so ein Doppelfenster machen. Also doppelte Höhe. Bietet sich hier ja an. Und bum, 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 bum. Zack, Cobblestone. Cobblestone. So, zack, zack. Na komm schon, zack, 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 na, ne. So, zack, hier sind wir dann. Bonk, bonk. So, können wir hier rum. Jawohl, dann ziehen wir hier auch die Wand schon hoch. Halt, das wäre die diagonale Ecke, die fällt ja weg, die sparen wir uns. Na, selbst Stein haben die Leute hier nicht in den Mengen, dass sie damit groß rumasen können. So, da kommt noch einer hin. Und dann kommt hier. Zack, na komm schon. Na, das normale Fenster hin. Und ich glaube, die Decke darüber, das wird dann auch schon gleich die Plattform auf dem Turm. Damit sind wir hier. Zack. Dann geht es hier wieder um die Ecke rum. Das heißt, hier muss so einer hin. Da muss so einer hin. Jawohl. Ich denke, damit sind wir dann oben auf der oberen Etage des Turms angelangt. Fast, hier muss noch eine Lage rauf, das ist dann die eigentliche, der eigentliche Boden für den Turm. Kann man da einen hinsetzen, dass wir so rum das ziehen. So, so, so. So, 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 so. So. Und dann kommt. Zack, hier noch eine Treppe hin. Und so, hier in die Mitte noch die Seele rein. Out of Cobblestone, ist nicht wahr. Stone Slabs packen wir uns dann schon mal hin. Ja, das soll ja dann hier die Ebene werden. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Treppe hinsetzen. Und zack, zack, so rum. Machen wir das dann. Dann kriegen wir nämlich auch hier. Ja, jo, das passt schön mit der Decke. Und das Blöde ist, ich kann hier jetzt nicht runterlaufen. Ja. Das ist, halt mal, das ist aber schon. Zack. Jawohl, da muss dann nämlich nur da eine Decke hin. Ansonsten kann ich hier schön runterlaufen. Das passt doch. Hier habe ich dann auch Platz für die Tür. Das sieht doch gut aus. Das kann man doch so anbieten. Haha. Okay, zack, zack. Ah, das war knapp, da wäre ich fast runtergeplumpst. Und ich sag mal, ja, hier oben kriegen wir es tatsächlich dann hin, dass wir das etwas überstehen lassen. Nämlich auch genauso eine. Zack, zack, zack. Das wird dann hier die Diagonale. Zack, zack. Dann hier auch nochmal. So. Rein, dass wir halt hier oben auch eine gewisse Plattform haben, dass hier oben eben auch mal zwei oder drei Bogenschützen stehen können, um dann ein einlaufendes Piratenschiff unter Feuer zu nehmen. So gut sich das die Leutchen hier eben erlauben können. Söderle. Jo, da haben wir doch schon mal hier oben eine Plattform. Und ich würde sagen, naja, wenn ich jetzt hier Zäune aufstelle,
Das geht ja schlecht. Sondern da muss ich also hier nochmal eine Reihe Slapstones draufpacken. Mache ich einfach, weil ich die gerade dabei habe. Ich weiß, ich hätte dann hier eher die normalen Cobblestones. Na, besser genommen. So, die habe ich aber eben. Da habe ich noch zwei dabei. Okay, die nehmen wir dann mal. Das würde ja fast genau hinhauen. Ist ja bombfortionös. Zackadack. Zackadack. Okay, die sind dann erstmal weg. Zack. Und zack. Jawohl. Und jetzt kann ich hier eben Zäune aufstellen. Oder versuche ich was mit Zinnen. Das geht natürlich mit den Dingern hier schlecht. Und hier mit den Dreiern bin ich auch nicht so glücklich. Ich sehe mal zu, dass ich nochmal mit zum Schlaf kriege. Autsch. Und was zwischen die Zähne. Und dass ich nochmal an mein Material und an meine Workbench ankomme. Ja, Let's Rock Minecraft, deren Debakel, dass sie da mitmachen mussten. Oder ist ja nicht deren Debakel, ich meine die Community, die Leute, die sich da beworben haben, die waren einfach mies, sag ich mal. Dumm, strohdumm. Keine Ahnung, was sie da tun und was es eben auch heißt, Moderator zu sein. Ging ja aus den Bewerbungen auch hervor, dass sie da keinen blassen Schimmer davon haben, worauf sie sich da eventuell einlassen. Trapdoors behalte ich mal. Ja, Wood können wir hier zusammenpacken, ein bisschen aufräumen, das sieht hier auch. Zack, zack. So, das Zeug vom Frühsport. Dabei. Dass wir hier wieder ein bisschen Luft haben im Inventar. Treppen habe ich noch. So, ein paar werde ich hier aber noch brauchen. Eventuell, gut, das sind auf jeden Fall mehr als genug. Und zack, zack, zack. Noch Stone Slabs. Zack, 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 zack. So. Ach, was sagt er mir da? Wenig Speicherplatz. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. So, da bin ich wieder. Musste einfach nur ein paar alte Fraps-Aufnahmen weglöschen. So, das sollte dann aber, denke ich, reichen. Einfach nur, damit ich hier weiter aufnehmen kann. Oh, schöne Flipkühe. Also, Milch sollten die Leute auch haben. Hier und Leder. Dass sie sich also hier mit den Notwendigsten dann auch eindecken können. Na, komm schon. Ich glaube, den ganzen Sand hier baue ich mal weg. Und schütte dann die Düne hier künstlich neu auf. Mal gucken. So, bing, 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 ding, ding. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, hier muss noch ein Fenster rein, ne? Machen wir mal auch ein doppeltes. Habe ich hier die. Ja, besonders ist mir das mit Let's Rock Minecraft aufgefallen. Also mit den Leuten, die da auf Aufrufe antworten oder nicht antworten. Weil German LPK, also German LPK, gerade ein ähnliches Debakel erlebt hat mit seinem Aufruf für einen Community-Abend. Dass die Leute da also auch einfach nicht in der Lage waren, eine entsprechende PN zu schreiben, wo er einfach ein paar Angaben gemacht hat, wie die aussehen soll, was im Betreff stehen soll und so weiter und so fort. Ja, okay. So, ich werde hier mal
versuchen, dass ich so ein bisschen was Zinnenmäßiges hinbekomme, damit das hier auch ein bisschen abwechslungsreich aussieht. So, machen wir das so und so. Ich glaube, das wird sogar symmetrisch, popetrisch. So. Ich denke, das können wir so anbieten. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich jetzt nämlich hier auch auf die Ecken rauf, wollte ich gerade sagen, Fackeln setzen kann. Muss man doch noch einen raufsetzen und dann hier. Und dann hier auch noch einen raufsetzen. Und dann kann ich endlich eine Fackel raufhauen. Hier genauso. So. Und hier genauso. Zack. Dann bin ich aber hier von der Grundebene, finde ich, ein bisschen niedrig. Also hier kann man ja schön rausgucken. Das sieht schon mal gut aus. Ich bin noch nicht so ganz. Ja, und hier kämen wir dann natürlich in die Mitte. Zack. Ja, okay. Überzeugt. Da muss also auch noch einer hin. Und da käme dann auch das Leuchtfeuer drauf. Da muss ich mir also noch einen Block Netherrack holen und den hier in Brand stecken. So, dann. Zack. Können wir da hin. Und zack, da. Oben können wir doch sogar einen reinhauen, dann ist auch da das Loch dicht. Haben wir hier eine Fackel. Ja. Ist hier sogar ein bisschen Licht im Turm, nicht, dass hier im Treppenhaus die Monster spawnen. Von da oben kommt's rein. Ja, ich möchte übrigens mir jetzt auch angewöhnen, die Fackel nicht mehr direkt unter die Decke zu setzen, weil das eben häufig auch nach oben durchqualmt und zweitens so besser aussieht, wenn das da noch ein Stück Abstand nach oben hat. Ja, wie gesagt, German LPK oder LPK ist sowas auch passiert. Ja, ich denke mal, es ist nicht besonders schön, aber es soll ja auch nicht schön sein. Das ist ja jetzt hier kein Prachtschloss, sondern wirklich Leute, die einfach versuchen, sich in dieser etwas öden Gegend durchzuschlagen, ihr Überleben zu sichern. Und ich glaube, hier die tiefen Stellen, die nehme ich doch raus. Die mache ich dann mit dem Slabstone noch ein bisschen höher. Und legt dann vielleicht innen auf dem Boden noch außen eine Reihe Slabstones hin, dass man da hoch kann. Das sieht doch aber schon soweit, denke ich mal, ganz passabel aus. Das kann man so anbieten. Und ich sollte mir wirklich hier auch das Hüpfen mal abgewöhnen. Ah je. So. Das geht dann doch auf die Fleischvorräte. Södala, zack, das hier noch wieder eingesammelt. Ja, außen an den Turmrand müssen natürlich auch Fackeln. Da setze ich mal so. Und wo haben wir die Höhe? Haben wir hier so. Und. Oh, das können wir ja dann mit Erde. Nee, wird hier in die Mitte. So. Ein bisschen mit Licht müssen die Leute hier auch geizen. Ja, so, die Höhe. Zack, kommt sie da. Na, direkt um das Fenster. Und hier. Oh, wie kommen wir da? Ja, soll passen. So, habe ich hier noch. Ah, ja, ich habe hier noch Slabs, denn hier haben wir ja den, ich sag mal, Eingangsbereich. Den werden wir hier noch machen. So, und dann da kommt ein Slab rein.
das nach was aussieht. Und hier, zack, und dann habe ich hier Platz für die Tür und Trittplatten, damit die automatisch auf und zu geht. Ja, und Peng, da kommt noch ein Schild ran. Benamst, wird später. So, genau, da oben wollte ich dann doch noch die Slapstones reinsetzen. Ja, also es ist echt manchmal erschütternd, was man da an Rückmeldungen aus der Community bekommt, wenn man zu irgendwas aufruft, zu wie wenig die Leute imstande sind, wenn es darum geht, mal einfache Formalismen, sag ich mal, zu befolgen oder einzuhalten, damit einem, wenn man irgendwie was organisiert, nee, Entschuldigung. So. Pass mal auf, das sieht nämlich so auch ganz gut aus, denke ich mal. Haha. So. So. Da können wir es nicht machen. Doch, da können wir einen hinsetzen. Der muss ja dann sowieso hier lang raus. Zack. 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 Zack, zack. Genau, dann steht man nämlich hier ein bisschen erhöht, kann besser über die Zinnen rüber gucken. Kann hier auch trotzdem wunderbar runterlaufen. Hier muss man hüppeli hüpfen. Okay. Orbeer. Jo. Na, kommt man hier. Hier darf noch keiner hin, damit man da rüberlaufen kann. Na. Das ist doch, ja. Genau. Und da setzen wir mal einfach einen Zaunpfahl hin. Damit man. ja, geht das jetzt? Das geht nicht. Und die Nacht ist auch schon wieder am Herunterbrechen. So, damit man da nicht runterplumpst. Da fällt mir noch was ein. Berühmte letzte Worte eines Architekten. Zack, dann machen wir nämlich den da. Haha. Jo. Also, so gefällt mir der Turm hier doch schon richtig gut. Ja, das soll es einfach mal dann für diese Folge gewesen sein. Ich glaube, vom Gefühl her sind es wieder so gute 20 Minuten, knappe halbe Stunde, die ich hier aufgenommen habe. Das passt, dass ich euch das jetzt am Freitag wird es wahrscheinlich dann hochgeladen. Präsentiere. Hallo Skelett. Da hinten haben wir die Baustelle für die Korvette. Joa. Ist doch schon mal schön geworden. Ja, und dann am Wochenende sehe ich zu, dass ich also die Führung durch Neptuns Dank aufnehmen kann. Da gibt es viel zu zeigen, viel zu erzählen. Das wird also auch wieder mal eine längere Geschichte. Aber es lohnt sich, viele Details drin in den Häusern, vieles Neues, viele schöne Geschichten dazu zu erzählen. Bis dahin, Ace mit Ö.